besser ist als ihr Ruf in Moskau. Der Tabellen-14. Gilt als angriffsschwach und abwehrstark. Torpedo griff an. Die Bayern ruhig, sachlich versuchten das Spiel wie gewohnt zu kontrollieren, aber sie machten Fehler. Die preußisch-schwarz-weiß gekleideten Russen machten folglich das Spiel. Torpedo stürmte, dank guter Leistungen im Mittelfeld. Jean-Marie Pfaff im Tor des FC Bayern. Nach seiner Oberschenkelprellung von Bielefeld aus dem letzten Bundesligaspiel wieder genesen und das war auch sehr nötig. Eckball für Torpedo. Damit keine Missverständnisse aufkommen, die Roten in Moskau, das sind also die Bayern. Zweimal zu fassen und gleich bei ihm Petrakow, die Nummer 7, der lang verletzt gewesene Stürmer von Torpedo Moskau, der seiner Mannschaft immer wieder gefehlt hatte. Heute war er dabei. Paul Breitner. Diesen Zweikampf gab es oft. Suslo-Parov gegen Breitner. Ein faires Spiel. Der schwedische Schiedsrichter Rolf Eriksson hatte kein Mal zur gelben Karte zu greifen. Völlig unproblematisch. Freistoß FC Bayern. Die Moskauer störten sehr früh, hinderten die Bayern an der Spielentwicklung. Das ist die Bayernbank mit den jungen Leuten, Pflüger, Güttler, Matti. Meist im Felde leicht überlegen Torpedo Moskau. Und Abwehrprobleme. Augenthaler. Der Spieler mit der 11, Ivanov, Valentin Ivanov, 21 Jahre alt. Sein Vater ist der Trainer und sein Vater war der berühmte sowjetische Nationalspieler in den 60er Jahren. 60-facher Nationalspieler, 26 Tore, oft auch gegen die Bundesrepublik Deutschland gespielt. Das ist die Schwäche der Moskauer Mannschaft, Suslo-Parov, sie nutzt zu wenig ihre Chancen. Jean-Marie Pfaff, der belgische Nationaltorwart im Tor des FC Bayern und man sieht im Hintergrund längst nicht voll das Stadion. 4,50 Mark kosten die Eintrittspreise, 45 Mark eine Monatsmiete, also immerhin auch ganz teuer. Ein Zehntel einer Monatsmiete zu zahlen für ein Europacup-Spiel. Der Rasen ist noch leicht strapaziert. Gestern Abend hat hier Spartak Moskau Arsenal London 3:2 geschlagen. Robert Nachtwey. Immer das Bemühen der Bayern, das Spiel sofort zu kontrollieren. Mit Paul Breitner ging das auch gut. Und vor allem, wenn es über den linken Flügel, über Udo Horstmann, den linken Verteidiger, lief. Sehr abgeschirmt, Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß. Das ist die Stärke dieser Mannschaft. Einwurf Torpedo. Gutes Flügelspiel. Und der Ball war im Aus. Man kann nicht sagen, dass Jean-Marie Pfaff unter Druck stand, wenngleich die Bayern sich nicht so frei spielen konnten hier in dieser ersten Halbzeit, wie sie das gewünscht hätten. Sie wurden sehr früh angegriffen. Norbert Nachtwey, Udo Horstmann und dann lief es wieder. Horstmann, Lattenschuss, er kann ja schießen. 26. Spielminute, die erste große Chance für den deutschen Pokalsieger gegen den sowjetischen Pokalvertreter. Torpedo ist nicht Pokalsieger, sondern Zweiter geworden im Endspiel gegen Kiew, den Meister.
wieder ansehnlich im Mittelfeld mit Suslo Parov. Er war in Spanien dabei, hat gegen Brasilien zeitweise gespielt. Der aktuellste Nationalspieler der Mannschaft. Wieder der Zweikampf. Suslo Parov gegen Paul Breitner. Und wieder ging es ritterlich anständig zu. Norbert Nachtwey. Er stammt ja aus der DDR, hatte sich abgesetzt und hat öfter schon im Ostblock seitdem gespielt. Aber eigenartigerweise kommt er in solchen Spielen nicht in seine gewohnte Form. Auch heute war es oft so. Gehemmt, ohne Hemmungen zu haben. Die typische Feldüberlegenheit von Torpedo und ein geschickter Doppelpass. Vasiljev und im Nachschießen Petrakov. 1:0, 40. Spielminute für Torpedo Moskau im Olympiastadion, im Leninstadion von Moskau. Noch einmal das Tor vor 31.750 Zuschauern, ausgehend natürlich von Suslo Parov. Und der Ball war wirklich nur abzuklatschen. Petrakov, der Torjäger. Das machte die Mannschaft noch freier. 1:0 Ergebnisse oder 0:1 Ergebnisse sind geradezu typisch für Torpedo. Die Bayern konnten das Spiel längst nicht so kontrollieren, wie sie es wünschen. Polukarov, sehr offensiv aus dem Mittelfeld heraus. Spielerisch wirklich ganz gute Ansätze beim Tabellen-14. der 18er Liga. Da ist der Torwart unterlaufen worden. Der Stadionsprecher bezieht sich wohl auf das Tor. Ein sachliches Publikum, ein ruhiges Publikum. Norbert Nachtwey. Horstmann. Und abgeschirmt wie gewohnt die Spitzen. Der Torschütze. Solovjov. Das dauerte natürlich dann viel zu lange, um diese Bayern-Abwehr in ihrer Cleverness zu überraschen. Es gab Pfiffe auf den Rängen. Torpedo spielte nach der Führung dann doch viel umständlicher. Gewohnt umständlich, würde man in Moskau sagen. Paul Breitner. Der Konter über Dürrenberger. Auch das ist typisch für dieses Spiel. Und sobald Rummenigge am Ball war, wurde er hart angegriffen, scharf attackiert, aber nicht unfair. Und Halbzeitpause in Moskau, 1:0 Führung für Torpedo. Zweite Halbzeit. Großer Respekt natürlich vor Bavaria München, wie in Moskau gesagt wird. Und Torpedo drängte auf ein weiteres Tor, auf ein schnelles weiteres Tor. Dürrenberger im Zweikampf. Freistoß für Solovjov. Jean-Marie Pfaff strahlt Ruhe aus, er organisiert seine Abwehr. Das passt ganz gut zusammen. Fall für ihn. Mit Länge des Spiels immer mehr
Fehlpässe bei Torpedo. Die Mannschaft ließ körperlich überraschend etwas nach. Und nun kontrollierten die Bayern so, wie sie es möchten. Norbert Nachtwey. Dremmler. Das frühe Angreifen, aber jetzt ging auch Libero Augenthaler zum ersten Mal mit in die gegnerische Hälfte. Delhaie. Nochmal Delhaie. Und Druck. Paul Breitner. Ganz geschickt den Ball geführt. Er geht nicht über die Auslinie. Und der neue Angriff sofort aufgebaut. Und nochmal Breitner. Jetzt spielte er und das Spiel der Bayern lief. Nachtwey abgeblockt. Petrakov. Der Schütze des 1:0. Er schimpft und organisiert. Er spricht schon ganz gut Deutsch, Jean-Marie Pfaff. Bayerisch natürlich noch nicht. Und das war wieder so eine Chance. Ungefährlich war diese Mannschaft, die so wenig Tore schießt, nicht. Sie hatte zuletzt beim Tabellenführer in Minsk 1:0 gewonnen. Leichtsinn von Breitner. Foulspiel gegen Augenthaler. Freistoß für den FC Bayern. Das gewohnt beherrschte Spiel. Die Spritzigkeit von zuletzt von der Alm in Bielefeld fehlte. Das frühe Stören von Torpedo und jetzt Grobe, der Vorstopper, mit auf dem Wege nach vorn. Das ist alles sehr eng. Aber auch Suslo-Parov leistet sich jetzt Fehler. Und Paul Breitner nutzte das, seinen Gegenspieler. Wunderbar gemacht. Kurz abtropfen lassen. Und Paul Breitner. 1:1. 65. Spielminute. Der Druck der Bayern wirkte sich aus. Ausgleichstreffer durch Paul Breitner. Ganz kalt gemacht. Von Hoeneß gut mitgespielt. Noch einmal die Situation hier. Er lässt den Ball abtropfen. Gelegenheit für Breitner mit dem linken Fuß. Und Rummenigge war noch nach rechts rübergegangen, hatte ihm Platz gemacht für diesen Alleingang. Torpedo wechselte zwei frische Spieler ein. Junge Leute, Galeiga und Redkus. ...71 Minuten gespielt, zweite Halbzeit im Olympiastadion. Und die Frische fehlt der Torpedo-Mannschaft. Die Bayern werden immer souveräner. Auch Nachtwey jetzt besser. Paul Breitner, der Mann im Mittelfeld. Augenthaler, offensiver. Es läuft. Dremmler. Delhaie, er hatte wenig Gelegenheit zu seinen Flügelflitzereien. Breitner, was macht er? Das ist alles überlegt, nicht schnell, aber kontrolliert. Grobe, naja, wenn die Vorstopper mitstürmen. Die Bayern-Bank, der Manager, Uli Hoeneß, sind ganz zufrieden mit dem 1:1. Die Zuschauer weniger. Bei allem Torpedo-Eifer oft die Schwächen des Tabellen-14. In dieser zweiten Halbzeit zu sehen. Gostenjin.
Leichtsinn von Delhaye. Und Breidner wieder. Er bringt Tempo, wenn er will, ins Spiel. Und er sucht Rummenigge. Die beiden kennen sich und jetzt hacken sie was aus. Rummenigge zu Breidner. Über den sowjetischen Kapitän gelupft. Aber nein, nein, das war kein Foul, das war kein Elfmeter. Das war clever gemacht und gut, aber auch reagiert vom Kapitän Prioda. Die neuen Leute im Spiel. Galeiger. Und Redkos. Etwas mehr Frische. Aber die Abwehr steht. Das Übergeben klappt. Nur er wird immer wieder gebremst. Rummenigge hat kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Wunderbarer Pass von Dremmler zu Dürrenberger. Der stiehlt sich am linken Flügel davon. Und endlich Rummenigge. Na bitte. So frei ist er nur einmal zum Zuge gekommen. Delhaye, und so viel Raum hatte er auch nur einmal, nämlich in der letzten Spielminute in Moskau. Doppelpass mit Rummenigge. Prima gemacht. Und noch einmal ein Eckball für den FC Bayern. Fast 90 Minuten gespielt. Spielstand 1:1. Da kommt Rummenigge. Er guckt zur Tafel. Wie spät wird es sein? Am Arm ist keine Uhr. Und er fragt die Bank. Ist gleich Schluss. Das Signal dürfte stimmen. Und nochmal ein Eckball, ein letzter Eckball für den FC Bayern. Und da ist der Schlusspfiff. 1:1 im Olympiastadion von Moskau. Gute Voraussetzung, um den sowjetischen Pokalvertreter in 14 Tagen im Münchner Olympiastadion zu packen.